Gucken, ob das jetzt funktioniert beim Schießen. Ja, hat er richtig viel gebracht. Wo gingst du denn mal raus aus meiner Hütte? Mein Auto speichert es auch nicht ab. Okay. So. Ich weiß, wenn du die Fahrzeugsteuerung hier einstellen kannst. Von wuschig auf normales Fahren. Fixer arbeiten für den Höchstbietenden. Aber wenn Sie einen Auftrag angenommen haben, bringen Sie ihn auch zu Ende. Ah, wieder ein Ich Konvoi. kann einen Mord verhindern, wenn ich die Typen rechtzeitig finde. Der fährt so lang. Da würde man sagen, von hier aus. Nee, doch, von hier. So rüber. Da brauchen wir ein bisschen, da noch ein schnelleres Auto, was da steht. Und ich mache gleich das mit. Nee, das ist kein Dieb, das ist nur ausgebrochen, ja? Das sind da Spieler. Oh Gott. Ja, verletzt, Junge, willst du mich verarschen? Ich hab dich nicht mal getroffen. Holla! Ein wunderschön! Wie geht's dir so? Ja, fahr ihn rein, ja, fahr du mir doch nie rein! Mir geht's sehr gut, danke schön, Nachfrage. Ich hoffe, dir geht's auch gut. So, Person erledigt. Ja, mach mal Platz da. So. Easy. Ja, ich weiß, ich muss eigentlich die Hauptmission machen, aber die Kleinmission bringt mir Punkte und Geld ein. Und das ist das Wichtigste. Muss ich mal einparken hier. So. Fixer Auftrag, was ist das? Ich suche einen aufgegebenen Fluchtwagen. Die Cops werden auch danach suchen. Ich sollte Schleichwege und Seitenstraßen benutzen. Was schade ist, dass es nie angezeigt wird. Wir haben bis 3 Uhr morgens da gesessen und auf ihn gewartet. Ich hätte ihn nicht mit Ihnen reden lassen dürfen.
Boah, so eine Mutter, Alter. Ja. Huch. Ja, das war alles geplant. Nicht. Ey, ich will keine Passanten verletzen, aber das Problem ist, Scheiße. Nein! Ja, bei mir sieht man hier Profi-Gameplay, sage ich nur komplett vom Feinsten. Nicht. Ja, ich muss dahin. Das Auto sieht auch nicht scheiße aus. Das Auto sieht auch wunderschön aus, ja. Aua, geh weg! Nein! Ich will, glaube, kein Zeitdings und das Auto muss on da. Warum bleibt er mitten auf der Straße stehen? Das Problem ist, ich muss mich beeilen, ich muss aus den gelben Bereichen sehr schnell raus. Ja, geht doch mal. Doch, Junge, fahr doch rückwärts. Ja, steht doch nicht. Ja, leck mich doch am Arsch. Ach, auch noch Overwatch. Nee, gib du doch auf. Und flieg nach rechts ran. Nö. Und was nie? Schießt es so wie sonst immer? Warte mal. Klopf mal an, Alter. Die Bullen sind. Nein. Ich stehe sofort, ja. Warte einen Augenblick. Aber danke schön, dass du da warst und viel Spaß bei der Arbeit. Hi, auf hier. Nee, ich will aber nicht hart stoppen. Ey, mein Auto ist ja schon wieder wie ausgeschissen aus. Kein Ding. Schön, dass du da warst. Trotzdem.
Die hab ich schon lange bei ihr. Nee, wer sagt, dass ich. Nein, ich. Freut mich, dass ihr dort sprecht, reden tut. Das Problem ist, ich kann noch nicht einen Helikopter hacken. Ja, wow. Oh Mann. Ey, das Sensor. Hätte das Sensor nicht so frühzeitig gekommen, hätte ich das geschafft, die Mission. Weiß nicht, schwer ist zu entkommen von den Cops eigentlich. Verschwendung, er ist weg. Wir drehen um. CTOS-Scan autorisiert. Starte jetzt die Suche nach Verdächtigen.
Hoch ist das jetzt gerade. Hey, was leckt denn jetzt das so rum jetzt? Hey, was ist das? Sorry, ich guck gleich, was los ist. Ja. Ganz etwas ordentlich und jetzt auf einmal. Ah, ich hab's rausgekriegt, warum es gerade so leckt. Jetzt nervt es gerade ein bisschen. Das Problem ist, ich kann auch nichts machen. Cool, die verletzten ja selber die Passanten. Wow, was? Warte, man kann schon was gucken. Ich habe keine Internet-Einbrüche. Überhaupt nicht. Mal können wir die Mission nochmal neu starten? Ja, ich starte mal neu. Ich will hinten raus. Weil von vorne kommen die sofort zu mir. Was ein bisschen blöd ist. Warte ganz kurz. Ja, gut.
Nee, ich muss gerade kurz was mal nachgucken. Ja, das ist schon wieder. Ich weiß nicht, warum das liegt gerade. Och, Alter. Ohne Bullenfänger rammt cool. Kann ich auch das? Ja, nicht nur die Jungs auf mein Auto zu sein. Hey, darf ich den Mistkerl platt machen? Nee, darf ich dich platt machen? Ich wiederhole, sofort stehen bleiben. Vorsicht! Das war hier oben irgendwo. Ja, aber dumm zu genau in mein Gebiet, ne? Willst du mich verarschen? Nur wegen einer kleinen Schramme schon tot? Alter. In dem Gebiet war das. Revision. Mann, Junge. Ach, jetzt müsst ihr mich jetzt verarschen? Das hier ist. Ganze war das Ziel da hinten. Und jetzt ist das Ziel auf einmal in der Stadt wieder. Ich muss geradeaus weiter.
Ja, dummen Zufall, hast du mich genau jetzt entdeckt. Ist so logisch. Wow, jetzt? Das Spiel will mich ja gerade verarschen. Ja, wusste ich doch, ich musste mal ein Versteck. Ach, jetzt suchen sie mich jetzt nicht mehr, ja? Ich hasse diese Mission, so welche. Nur 2000? Ah, okay. Das ist gut. Das ist. Wir machen es hier. Das ist für die Cops. So gehen mir die Cops ja nicht mehr auf den Sack. Ja, Musik bringt mir nichts. So ein bisschen mehr als Musik gerade.
Bitte, wir brauchen Hilfe. Hier wird's langsam ungemütlich. LS an Einsatzkräfte. CTOS-Scan nach Verdächtigem wird gestartet. Das ist doch eine Verarsche jetzt, Jungs. Das ist doch jetzt eine Verarsche, Alter. Der sagte Stopp. Junge, du bist klein, ich bin groß, ich bin ein SUV. Danke fürs Drehen. Ja, ich will doch eine Mission machen, nur um Bahn. Stopp, sonst schießen wir. Ach, jetzt noch Gewalt androhen. Oh. Du musst verwenden, ja? Ja, klopf mal an. Ja, wenn immer gut wäre. Hier ist nichts. Irgendwelche Leitstelle. Haben die anderen Einheiten noch Sichtkontakt? Nein, Leiche ist nichts mehr zu sehen. Zentrale, der Typ ist weg. Wir kommen zurück. Eine Hackergruppe. Nee, ich sehe eine Hackergruppe. Ich bin ganz brav. Stagnant warnte die Bürger, dass das CTOS anfällig für Angriffe von außen sei. Die Gruppe sagte, dass sogenannte Auftragshacker das System leicht für den Höchstbietenden manipulieren könnten, auch für Terroristen. Das Rathaus und die Vollzugsbehörden widersprechen dem und sagen, die Gruppe spiele leichtfertig mit Ängsten. DedSec beschreibt sich dagegen als den modernen Kanarienvogel im Minenschacht. So, nach 20 Minuten darf man schon wieder was anderes machen. Nein, das habe ich nicht als Dosenbiss gehackt. Sie versuchen sich gern leichte Opfer und geben dann damit an, als wären sie der große Zampano. Ich sorge dafür, dass dieser Kerl ein paar Andenken an mich behält. Hm. Oh, ganz kurz. Ja, wenig Geld. Alter Junge, pass doch mal auf, wo du hinläufst. Achso, ist gleich hier vorne. Ich hätte hier vorlaufen können. Doch gleich. Mann. Jetzt bin ich schon sonst das kleine Stück gefahren, oder was? Was zum Kuckuck mache ich da? Ich guck hier. Hast du Geld für mich? Nee, nun scheiß Song.
reinkommen müssen. Müssen wir gucken, wie wir noch sonst hier hochkommen. Ach so, muss ich was? Hä? Das muss ich. Hallo? Ich will die weiter. Da sind zwei Lappen. Die Kamera ist für mich kacke da. Ja, ich hab den. So eine verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße, ja wirklich. Warum sind das so viele auf einmal? Den will ich haben. Mit dem Pisser. Der Pisser geht runter. Scheiße. Ach, und du, und du. Und? Mann, was für eine beschissene Art zu sterben. Du siehst mich nicht, nein, nein, nein. Bringt ihn zur Strecke wie einen räudigen Köter. Einfach so sneaky peeky wegschießen. Kannst du die Kamera nehmen? Sind die unten auch noch welche oder was? Da sind zwei. Okay, die haben wir gecheckt. Die kommen. Ich glaube, der ist darüber. Da vorne ist er. Hey, das war. Ach, das war das Ziel. Okay. Ja, war ja langweilig. Hab ich mehr Spaß gerade. Nein, er hat eine Knarre!
alle, worum geht es bitte? Die Cops sollen sich beeilen. Hallo, Sie müssen in der Leitung bleiben. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Bitte. Gütiger Himmel, er schießt! Da schießt einer! Können Sie das wiederholen? Hallo? So, wollen wir jetzt die Hauptmission weitermachen oder wollen wir noch gucken nach ein paar Nebenmissionen? Ich glaube, wir machen die Hauptmission mal weiter. Nebenmission haben wir jetzt ein paar gemacht. Wir haben uns so ein bisschen gelevelt zwischendurch. Weil das ist das hier wichtig, dass wir hier uns leveln. Ja, wir können das nächste. Ja, was ist denn das hier oben eigentlich? Halte. Nee, ich will erst einmal. Was ist das? Na, Autos sind erstmal egal uns. Ich bin doch kein Warte, was ist ein Waffengeschäft hier? Ne, Geldautomat. Ganz kurz mal. Wir müssen Geld holen. Jemand hat gestern Nacht versucht, bei mir einzubrechen. Ja, und das ist das Problem. Und dass so viel Zeug existiert. So, ich habe auch so einen großen. Ich kann nicht so. Ich hätte mir doch ein kleineres Auto nehmen sollen. So, angekommen. Was ist das? Zum Teufel, ein Fixer? Ich habe zu viel Lärm gemacht. Der hat mich gefunden. Dann finde ich ihn besser auch. Mann, Alter. Nein,
Ich will doch noch mal eine Mission machen. So geht mir jetzt einer auf. Tschüss. Schade. Sein Signal zurückverfolge, finde ich ihn vielleicht, bevor er mein Handy knackt. Was nützt mir eine Kamera, wenn ich auskomme? Hey, hier läuft sonst keiner rum. So, darf ich jetzt meine Mission gleich weitermachen, oder? Da interessiert sich jemand für mich. Fixer sind Söldner. Sie arbeiten nur für Geld. Also hat jemand ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Und das sind verdammt schlechte Neuigkeiten. Nur ein bisschen. Wenn ich mich nicht irre, kommunizieren die über das Raster. Raus hier! Keine Verbindung zum Raster. Ich würde gerne einen von denen erledigen. Aber das muss warten. Okay, jetzt kann ich Jordys Job erledigen. Irgendeine Art Fahrauftrag. Jemanden irgendwo hinbringen. Aber bestimmt kein typischer Taxiservice. Der Trick bei diesen Jobs ist, den Cops auszuhalten. Und logisch haben sie den besten Fahrer der ganzen Stadt. Mich. Unterwegs. Tempo, Mann, die finden mich sonst. Tempo!
Ja, es wäre auch manchmal schön, dass es markieren würde, das Spiel. Die Chicago Police hat einen nächtlichen Einbruch in einer Produktionsanlage vereitelt. Aua. Einer der Einbrecher starb am Tatort, ein zweiter ist auf der Flucht. Rechnen Sie wegen Straßensperren mit Verzögerungen am Parker Square. Ah, jetzt weiß ich warum. Ich hoffe, du hast eine Einladung, sonst bist du tot. Ich bin der Fahrer. Scheiße, Mann, was hat so lange gedauert? Hast du ein Auto? Das Ding ist völlig platt. Nein. Meine Regeln, dein Auto. Das ist der Job. Na gut, Mann, komm, wir müssen. Das stimmt eigentlich. Warum soll ich ein fremdes Auto nehmen, wenn das sein Job ist? Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich habe ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen. Erfolg der Strecke, ja, ist klar. Man muss mal Strecke geben muss. Deine Strecke ist Selbstmord. Setz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Halt den Kopf unten. Leitstelle, wir kümmern uns um die Gaffen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Also, wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst dich beruhigen. Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle, verhältst du dich ruhig. Dann sind wir nur ein geparktes Auto. Verstanden? Ja, ja. Okay. Scheiße, meine Hände hören nicht auf zu zittern. Hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? So viele. Na komm, Mann, sprich mit mir. Ich flipp gleich aus. Vielleicht lebt Eddie noch, hä? Er wurde im Bauch getroffen. Hab mal gehört, das sei nicht so schlimm. Ist das wahr? Sowas kann in beide Richtungen gehen. Wenn die Kugel nicht durchgeht, wird das zu bösen Kollateralschäden. Hör mal, die Cops werden antworten wollen. Also wird dein Freund sicher ins Krankenhaus eskortiert. Du hast doch schon viele Bauchschüsse gesehen, hä? Wie viele davon haben überlebt? Überlebt? Konzentrieren wir uns darauf, dich hier rauszubringen, okay? Gott, ich habe Eddie getötet, ich weiß es. Ich habe sie reden gehört und einfach reagiert. Ich dachte, ein Verletzter hält sie vielleicht auf. Ich habe auf den Arm gezielt, Mann. Ich schwöre bei Gott, einer von uns musste es schaffen, oder? Diese Leute akzeptieren kein Versagen. Die Polizei sucht jetzt nach einem Schützen. Das macht es nicht leichter für uns. Du musst mich rausbringen, Mann. Sonst bin ich am Arsch. Du hast Glück, dass du nicht laufen musst. Thank you.
Okay, jetzt weiß ich wenigstens. Okay, ich muss gucken, wie ich die ausweiche. Oh Gott, Gott. Ich muss kurz mal lassen. Oh, sorry. Nasek. Es ist Hui. alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich habe ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Sitz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Halt den Kopf unten. Bleib stelle, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Also, wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst dich beruhigen. Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle, verhältst du dich ruhig. Dann sind wir nur ein geparktes Auto. Verstanden? Ja, ja. Okay. Scheiße, meine Hände hören nicht auf zu zittern. Hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? So viel. Na komm, Mann, sprich mit mir. Ich flipp gleich aus. Vielleicht lebt Eddie noch, hä? Er wurde im Bauch getroffen. Hab mal gehört, das sei nicht so schlimm. Ist das wahr? Sowas kann in beide Richtungen gehen. Wenn die Kugel nicht durchgeht, wird das zu bösen Kollateralschäden. Hör mal, die Cops werden antworten wollen. Also wird dein Freund sicher ins Krankenhaus eskortiert. Du hast doch schon viele Bauchschüsse gesehen, hä? Wie viele davon haben überlebt? Okay. Konzentrieren wir uns darauf, dich hier rauszubringen. Ruhe bewahren und Kopf unten halten. Der Helikopter ist nervig nebenbei. Oh mein Gott, ich habe Eddie getötet, ich weiß es. Ich habe Sirenen gehört und einfach reagiert. Ich dachte, ein Verletzter hält sie vielleicht auf. Ich habe auf den Arm gezielt, Mann. Ich schwöre bei Gott, einer von uns musste es schaffen, oder? Diese Leute akzeptieren kein Versagen. Die Polizei sucht jetzt nach einem Schützenstand. Einbrecher. Ja, dumm zu ver. Ey. Der Typ muss ja genau hinter mir jetzt auftauchen. Ey, ich bin so gut vorangekommen. Aber ich weiß wenigstens, wie ich fahren muss jetzt. Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich habe ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Sitz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot? Halt den Kopf unten. Bleib stille, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Ruhe bewahren und Kopf unten halten. Sprich mit mir, ich flipp gleich aus. Vielleicht lebt Eddie noch, hä? Er wurde im Bauch getroffen. Hab mal gehört, das sei nicht so schlimm. Ist das wahr? Sowas kann in beide Richtungen gehen. Wenn die Kugel nicht durchgeht, wird das zu bösen Kollateralschäden. Hör mal, die Cops werden antworten wollen. Also wird dein Freund sicher ins Krankenhaus eskortiert. Du hast doch schon viele Bauchschüsse gesehen, hä? Wie viele davon haben überlebt? Überlebt? Konzentrieren wir uns darauf, dich hier rauszubringen. Gott, ich habe Eddie getötet, ich weiß es. Ich habe Sirenen gehört und einfach reagiert. Ich dachte, ein Verletzter hält sie vielleicht auf. Ich habe auf den Arm gezielt. Ich schwöre bei Gott, einer von uns musste es schaffen, oder? Diese Leute akzeptieren kein Versagen. Die Polizei sucht jetzt nach einem Schützenstand, nach einem Einbrecher. Das macht es nicht leichter für uns. Du musst mich rausbringen, Mann. Sonst bin ich am Arsch. Du hast Glück, dass du nicht laufen musst. Hier ist nichts. Irgendwelche Spuren?
Weil das nur könnt gerade. Oh fuck, Mann, die sagten ja, du wärst gut. Geschafft! Ja, dumm zu verfahren, auch wieder gleich Autos, ne? Was will der? Er trifft sich nicht mit uns, sondern mit dir. Jemand wusste was. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Das sollte gar keiner sein. Ich meine, das ist eine Computerfabrik, oder? Ich drehe mich um und der Alarm geht los. Die Bullen waren so schnell da. Ich habe nicht... Ruhig jetzt. Es ist vorbei, Sohn. Wenigstens hab ich's, stimmt's? Darum geht's doch. Genau darum geht es tatsächlich. So funktioniert die Welt. Nicht viel Raum für Fehler. Oh, das verstehe ich, Mr. Quinn. Es war aber nicht mein Fehler. Wirklich Beruhige nicht. Beruhige dich. Es ist gut. Beruhigt. Hast du deine Mama angerufen? Deine Freunde? Dein Mädchen? Nein, Sir. Ich war in Eile. Das ist gut. Sehr gut. Mr. Quinn! Sag deinem Arbeitgeber, ich rufe wieder an. Wenn ich noch eine Lieferung brauche. Wow. Einfach alles keine Typen abgeknallt und sagen, ja, für eine Lieferung rufe ich dich nochmal an. Ja. Lucky Scheiß Quinn. Er führt den Chicago South Club. Arschlöcher beuteten Chicago aus, als ich noch gar nicht lebte. Ich hätte der Stadt einen Gefallen getan, wenn ich ihn erledigt hätte. Aber genau das will ich ja nicht mehr machen. Es kommt immer alles zurück. Das darf nicht wieder passieren. Hey, wie war's? Hast du den Job erledigt? Hast du etwa gedacht, ich arbeite gerne für den Scheißclub? Ein Barscheck ist ein Barscheck. Trenn endlich mal die Moral von der Kohle. Entspann dich. Hör mal, ich kann dir einen Kontakt verschaffen. Er besorgt dir bessere Voraufträge, wenn du willst. Ja, sicher. Weiß nicht, ob ich annehme. Gib ihm meinen Namen. Wer sagt schon Nein zu mehr Kohle? Oh, und weil du fragst, Maurice geht es in seinem neuen Zuhause echt gut. Ich habe etwas für dich. Wir müssen uns treffen. Treffen? Etwa persönlich? Soll ich nach einem Typ mit einer Maske suchen? Keine Maske. Folge einfach meinem Signal. Ich dachte, du wolltest keine treffen. Das stimmt. Aber es muss sein.
Machen wir gleich das Treffen. Nein, ich wollte es ab. Der Kerl hat eine Grenze überschritten und muss die Konsequenzen tragen. Er kommt gerade von einem Überfall. Noch kann ich ihn stoppen, bevor er entkommt. Ja, von hier kommt er. Sorry, und ich hab's echt. Mach ich doch schon. Alter, wie aggro die sind. Holy shit. So schlimm, manche Leute immer gleich mit Waffengewalt hier. Hallo, ich hab den überfahren und den erschossen. Ich habe auch nie das beste Auto ausgesucht. So, easy. So, da wir uns mit uns treffen. Hallo, treffen. Nee, Story gucken. Jetzt habe ich was anderes zu tun, ja?
Ganz professionell und das Auto abgeschalten. Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. So funktioniert der Zack. Jetzt will er mich treffen. Sehr ungewöhnlich. Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen, was er vorhat. Was? Bad Boy 17. Bitte was? Bad Boy 17? Clara. Clara. Das sieht nicht aus wie 17. Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mache dir doch keine Angst. Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal. Ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast? Ich weiß, wo man ihn findet. Ja, also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest Dead Sex System Hacks? Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast es geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Ja, trotzdem hinterher gucken, ja? Nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden. Wetter für dich, sie heiß. Aber sieht man, wie viele Fähigkeitspunkte ich habe? 5 da unten. Nee, das noch nie, das ist noch zu früh. Schwer gerade. So, haben wir noch Punkte? Ja, hier unten können wir noch was. Wir machen beim Auto 1 rein. Hey. Spreche ich mit Bad Boy oder Clara? Mach's nicht kompliziert. Voila. Wir müssen also deinen Anrufer finden. Aber erst clever. Seine Adresse wurde durch ein CTOS-Büroturm gebaut. Kundenservice, Angestellte, Manager, so Sachen halt. Ein Bürogebäude. Wir müssen einen Weg ins System finden. Du bringst mich ein? Ich gebe dir seinen Standort. Ich kann an der Verbundung. Mutterfall ist ja noch gekloppter. Da, wo sie Lieferungen annehmen. Das ist unterirdisch. In dem Tunnel. Da fange ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern. Lehrbuchmäßig. In meine Distanzzone treten. Ansperren. Physischer Kontakt.
Du hast nach Riffen gesucht. Hast du welche gefunden? Wüsstest du wohl gerne. Das Geräusch kenne ich. War vielleicht Einbildung. Der Auftrag wurde... Geh da lang. Findet ihn. Alles sauber, ich gehe da lang. Seid auf der Hut. Hat sich was bewegt. Ich sehe mal nach. Haltet die Augen offen. Dankeschön, für deine Dummheit. Easy. Scheiße! Mann! Er darf euch nicht entwischen. Das ist nicht persönlich. Das ist
Mach ich halt so. Ah ja, wir haben es einmal ordentlich gemacht, einmal so hoch. Hoch. Okay, jetzt wieder ordentlich. Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Wachen. Ah, diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen habe, sind die perfekte Ablenkung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt. Hack ihre Handys, Earpieces, Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros scannen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Bradley Coughlin. Oh, oh nein. Er ist der Chef der Sicherheit. Ja, was auch sonst. Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich. Du hast hier nichts verloren. Du hast dich mit verdammten Leuten angelegt. Deckt mich! Das war jetzt ein bisschen blöd von mir. Okay, jetzt weiß ich, wo die stehen, wie ich die ablenke. Ich hoffe, es hat da gespeichert, jetzt eigentlich her musste. Aber ich sag's, wir machen kurz mal eine kleine Pause hier trotzdem. So, dann haben wir uns gleich wieder.